Ja, servus, grüezi und hallo. Ich bin der offizielle YouTuber vom Eco Grand Prix am Nürburgring 2021 und das fand ich richtig, richtig geil. Also lehnt euch zurück, packt das Popcorn aus. In diesen 1,5 Stunden circa kriegt ihr richtig geballte Ladung. Und zwar nicht aus der Sicht von einem Team, sondern nicht aus zwei, nicht aus drei, sondern komplett die komplette Veranstaltung von Anfang bis Ende. Hör auf zu lachen. Das ist bereits der 21. Eco Grand Prix, der stattfindet, diesmal am Nürburgring. Und das ist ein 24-Stunden-Rennen für Elektroautos. Und da geht es natürlich nicht um brachiale Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, brisante Überholmanöver etc., sondern da geht es darum, die meisten Rundenzeiten zu fahren, insgesamt auf der Strecke. Und das bedeutet, dass man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, quasi Energie- und Geschwindigkeitsleistungsverhältnis schaffen muss. Nämlich, je länger man natürlich an der Ladedose steckt, umso weniger kann man fahren. Und deswegen war es sehr wichtig, da sich die richtige Taktik zu überlegen. Wir haben insgesamt 26 Teams begleitet und das heißt, ihr kriegt einen Einblick von allen Seiten, aus den Boxengassen und von vorne, von hinten, von rechts und von links, von Anfang bis Ende der Veranstaltung. Direkt mal vorab als kleiner Spoiler, wir haben das erste Mal beim Eco Grand Prix auch einen Unfall dabei gehabt, aber cool bleiben, nichts passiert. Ja, wir haben Freitag, einen Tag vor dem eigentlichen Eco Grand Prix. Wir befinden uns im Media Center des Nürburgrings und so langsam kommen die Teams alle an. Die Tagesordnungspunkte für das Teambriefing sind zum Beispiel der Ablauf des Grand Prix, die Rennregeln, die Streckenverlauf der Mühlenbach-Schleife, auf dem das Rennen stattfindet, die Sicherheitseinweisungen, das Lademanagement und natürlich werden alle, aber wirklich alle Fragen beantwortet. Das Ganze dann noch in Deutsch und Englisch. Und ja, das hat ein bisschen was gedauert. Das möchte ich euch hier jetzt nicht zumuten. Wenn euch aber die Details interessieren und ihr 2 Stunden Zeit habt, verlinke ich euch hier einmal das ungeschnittene Briefing. So, hier war gestern auf der ersten Etage im Media Center die Teambesprechung. Direkt jetzt hier fangen die ganzen Boxen an. Mit 1 gestartet. Hier sind die ganzen Teams untergebracht, teilweise mit diversen Fahrzeugen angereist. Hier sieht man sie schon umwuseln. Und manche Leute übernachten auch in ihrem Wohnmobil. Genau, hier stehen sie überall. Und hier ist jetzt gleich dann auch die Durchfahrt quasi auf den Nürburgring. Und dort geht es dann zum Slalom. Genau hier. So, hier seht ihr die Startaufstellung. Alle Fahrzeuge in Reihe und Glied. Ich gehe einmal alle durch. Oh, schön. Morgen! Manchmal sehr hoch konzentriert, manchmal tiefenentspannt. Ihr seht, die Fahrzeuge haben alle ein leuchtendes Display drin mit dem Teamnummer. Manche mit Heizung, andere ohne. Da fangen schon die Kleinigkeiten an. Hier wird auch noch Strom gespart. Moin! Morgen! Ein Kia e-Soul. Westerwald, hallo! Aber nur selber heute. Ja? Aber mal mitfahren, ne? Ja, muss ja bis runter zum Slalom helfen. Sehr gut, fahren wir gleich mit. Einen Corsa E. Mit einem tiefen, entspannten Fahrer. Noch ein Corsa E. Er ist noch aufgewacht und hat gewunken. Schön schwarz foliert. Rumänien. Hallo.
die Schweizer. Servus. Und zu guter Letzt ein Model S. Leute, ich flipp aus. Seht ihr das, was ich sehe? Ich bin mit meiner Zoe auf der Rennstrecke. Wahnsinn! Ja, spontan, die Presse hängt wieder hinterher. Aber hey, mit dem Zoe auf der Rennstrecke und dann noch auf den Nürburgring. Nicht schlecht. Was soll ich euch sagen? Ich schließe auf. Live vor Ort vom Nürburgring. Ich stehe hier immer noch auf der Slalomstrecke und hier hinter mir ist direkt der Start. Unten steht das Lasermessgerät. So wie ich jetzt mitbekommen habe, kleines Problem mit der Technik. Der Rechner, der die Laser quasi ausrechnet, ist aktuell ohne Stromkabel und dementsprechend verzögert sich das Ganze hier. Als nächstes dran hier der Corsa E. Und wir wollen mal gucken, wie es dann weitergeht. Und ja, wir sind alle relativ gut durchgefroren. Gott sei Dank regnet es gerade mal 3 Sekunden nicht. Hier oben auch die anderen Jungs und Mädels vom Mediateam. Grüß dich, du bist der? Ich bin der Peter Paul. Ich bin seit 3 Jahren beim Eco Grand Prix dabei. Und heute mache ich hier die Slalomstrecke, also die Leitung, Rennleitung. Wir werden die Autos prüfen. Also es gibt 2 Fahrzeuge, die hinterherfahren. Einer zum Korrigieren der Pylone und einer, der die Fahrt registriert, wenn Pylone geschmissen worden sind, damit man nicht diskutieren muss. Habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht. Jedes Auto fährt eine Runde. Hier, der Start ist hier an der Lichtschranke. Dann geht es erste Pylone rechts und dann rechts links, komplett also die Strecke rum. Erste Pylone rechts vorbeifahren und dann abwechselnd weiter. Ja. Genau. Einmal komplett rum, fahren wieder hier durch die Lichtschranke. Wir hatten letzte Woche besseres Wetter. Wir hatten Zeiten von 3 Minuten 48, der langsamste. Die waren in Urlaub, das war ein Kia. Und der schnellste war ein Tesla. Modifiziert von Atomic, ein Partner von uns, die das Auto auch im Ring Boulevard im Shop ausstellen. Die sind heute leider nicht dabei, der Louis ist Rennfahrer. Und mit dem modifizierten Tesla hat er 1,34,7 gefahren. Haben wir schon heute jemanden dabei, der da nah dran gekommen ist oder sogar das getoppt hat? Ich habe jetzt noch leider keine Info von der Zeitwahrnehmung, okay. Welche Zeiten gefahren sind. Undenkbar, dass einer das toppt. Okay, wir müssen unterbrechen, es geht weiter. Ja, Moment, ich bin da. Ist auf jeden Fall so, dass der Rechner hier oben in dem Orga-Zelt steht und dort werden die Zeiten erfasst, dann für alles Weitere. Und hier unten wird organisiert und der gute Mann macht hier die Rennleitung. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es weitergeht und ob ich euch noch ein paar schöne Bilder bringen kann. Bis gleich. Ja, hier startet jetzt der Slalom-Parcours. Die Teams fahren alle nacheinander diese komplette Strecke. Je schneller, umso besser die Platzierung bei der Startaufstellung vom Eco Grand Prix. Die Teams, die nicht daran teilnehmen möchten, werden hinten angereiht und von den hinteren Plätzen, von denjenigen, die nicht mitgefahren werden, werden dann im Zufallssystem vergeben. Okay, ich bin jetzt ja gerade hier, wir warten ja noch auf den Computer. Du bist der? Hi, ich bin der Robin Stritzek. Und du fährst ein eigenes Team? Genau, wir sind mit den Elektrifizierten da, 1 und 2. Wir haben 2 Autos dabei. Kollege steht hinter mir, orangener Opel Corsa mit 2 Autos. Und genau, wir haben 2 Autos dabei. Okay, das heißt, ihr habt 2 komplette Teams und 2 Autos dabei. So ist es, ja, genau. Ja, sauber, okay. Genau. Und das ist ein Frontantriebler? Genau, wir haben Frontantrieb. Ja, ist ja alles serienmäßig in dieser Kategorie. Und serienmäßiger Corsa, Frontantrieb. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance, sogar bei dem Slalom, bei den Bedingungen ist Frontantrieb gar nicht verkehrt. Ja, mit dem nassen, rutschigen
kurzer Radstand, also schauen wir mal, was geht. Ja, super. Und das Ziel ist, möglichst weit vorne dran zu kommen, ja? Klar, darum stehen wir hier, ja. Also okay. Quali ist natürlich schon, es ist ein 24-Stunden-Rennen, da ist das Quali nicht so wichtig, aber am Ende wäre es natürlich schön, wenn wir weit vorne platziert sind, dass man am Start auch nicht so viel im Verkehr festhängt. So, wir müssen leider abbrechen. Ich habe es gerade schon mitgekriegt. Es geht los. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Danke, danke. Ciao. Und go. Direkt dahinter gefolgt. Die zwei Fahrzeuge, die checken, ob alles richtig umfahren worden ist. Und zur Not können auch die Pylonen direkt wieder aufgestellt werden. Ja. Pylone geschmissen. Schade, eine erwischt. Super, du kommst aus Köln, habe ich gesehen. Ich komme aus Bonn, da sind wir ja quasi fast Nachbarn. Welches Team hast du? Ich komme aus Düsseldorf. Oh, du hast aber ein K auf dem Kennzeichen. Ja, das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe also für dich, ne? Ich hab jetzt bis gerade eben konnte ich das gut verdrängen, aber ja, es stimmt. Ich fahre mit einem Kölner Kennzeichen, komme aus Düsseldorf und probieren mal, was dieses PS-Monster an Ausdauerqualität macht. Bist du schon mal Rennstrecke gefahren? Ja. Okay. Auf welchen Strecken? Hier, auch hier? Auch hier. Super. Also, und auch Nordschleife wäre natürlich noch spannender, aber die 23 Kilometer, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht 3 Runden Vollgas schaffen würden sozusagen. Also hier ist jetzt wirklich die Herausforderung, das solide hinzukriegen bei dem Wetter. Regen, nass, puh, jo, also wird schon spannend. Taktik ist, Platz 1 einzufahren? Taktik ist, hier ernsthaft zu versuchen, weit vorzufahren. Wir müssen leider abbrechen, ich drücke dir ganz fest die Daumen, bis später. I wish you good luck to the race. You're from Romania? Yes, yes, we're from Romania. You are Ciprian or Adrian or Mihai? I am Ciprian. Ciprian. I am Ciprian. Yeah, nice yeah, to meet yeah. you. Nice to meet you. My wife is from Romania. Oh, we have something something in common. Yeah, Andrea, yeah. Yeah. With double E. Yeah? Yeah. where's from? Where is she from? Oh, I forgot the name. I'm so sorry. Yeah, it's like me with the German. I don't understand anything. Yeah. Yeah, I wish you good luck. What is this sound? Is this motor sound or what is it? It sounds like a motor, like an engine. Yeah. Actually, it's in track mode now. It's hitting the battery for maximum power. Ooh. And you can control the distribution of power between the front and the rear axle. Yeah. You think you need that? I like to be prepared in case I need it. So it's very wet, so actually it's not going to be a speed run. It's more like you have to be calm, but in some situation you need the power. Ja, servus, ich stehe hier mit dem Joachim Löber. Ja, und wir haben gerade uns über dieses wunderschöne Auto unterhalten, was ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist der Mitsubishi, aber dieser Mitsubishi iMIV, glaube ich, heißt er, hat eine legendäre Vergangenheit. Und zwar, wo habt ihr gewonnen und was habt ihr gewonnen? Ja, in Schauinsland war auch Slalom und da hat er den ersten Platz gemacht, weil der Kurs war so kurz gesteckt, dass es gar kein Problem war, damit mit dem kleinen Auto eine gute Zeit hinzukriegen, und die großen Autos hatten Schwierigkeiten. Und ihr denkt, das könnt ihr heute wiederholen? Nein, das glaube ich nicht. Der Kurs hier ist viel länger gesteckt. Da werden wir natürlich auch teilnehmen, aber mit Sicherheit keinen ersten Platz machen. Okay, super. Habt ihr euch eine Taktik überlegt, jetzt mit dem Auto fürs 24-Stunden-Rennen? Gibt es eine Taktik? Die kannst du mit uns teilen. Also es wird definitiv erst später veröffentlicht, wie du möchtest oder auch nicht. Ja, kann ich machen. Ja, ja, wir wollen halt so viele Runden wie möglich packen. Und dadurch, dass wir jetzt den langen Kurs fahren, ich hoffe, dass wir mit einer Ladung 14 Runden schaffen. Okay. Und wir müssen ungefähr 16 Mal laden in den 24 Stunden. Okay. Ihr habt ja dann die Reglements besagen, dass man maximal 22 kW, glaube ich, laden kann. Ne? Und das ist dann eine AC-Ladung oder eine DC-Ladung? Wir laden DC. Mhm. Ja. Dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg mit dem Auto. Super, danke sehr. Und werdet später mal gucken, wo ihr gelandet seid. Ja. Bis dann. Ja, servus. Ich bin hier bei den Tesla-Owners Switzerland. Ja, wer hat's erfunden? Wer seid ihr? Was macht ihr? Wohin wollt ihr? Wir sind vom Swiss Tesla Owners Club und wir wollen einfach Spaß haben. Ja. Da seid ihr hier, glaube ich, richtig. Seid ihr hier schon mal mitgefahren? Nee, das ist das absolut erste Mal. Ja. Bei überhaupt
irgendeiner Veranstaltung oder nur hier beim Eco Grand Prix das erste Mal? In dieser Form überhaupt das erste Mal, ja. Also noch nichts anderes gemacht? Nee, noch gar nichts. Okay. Spezielle Taktik euch überlegt für heute oder einfach mal drauf los? Wie wir seid sind, ihr drauf? Wir sind noch am Rechnen, ja. Okay, also die Szenarien für die, die Mathematik, die KI rechnet schon, wie ihr nachher in die Runden fahrt, ja? Aber jetzt ist das Ziel wahrscheinlich, möglichst weit vorne zu landen, oder? Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Wir fürchten uns ein bisschen vor der ersten Kurve, ja, beim Start. Okay. Ihr fahrt mit einem Model 3 in welcher Variante? In der Performance-Variante, ja. Okay. Nicht sehr optimal, ja. Wir hatten eben jemanden, der hat den Track-Mode aktiviert. Habt ihr das auch? Sind wir im Rennen, werden wir das wahrscheinlich machen. Jetzt hier für Slalom nicht, ne. Okay. Ja, er hat es hier für den Slalom auch gemacht. Dann wird ja auch der Akku vorgewärmt und so weiter. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, wer schneller ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann treffen wir uns bestimmt später noch. Die Leute stehen jetzt hier in Schlange, sind teilweise redewillig, teilweise auch nicht. Muss ja auch nicht jemand Bock auf Kameras und Interviews haben. Und ja, die einen sind total locker drauf, die anderen sind ein bisschen verspannt. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir eine Autozeitung. Wer seid ihr, woher kommt ihr und was ist euer Ziel? Unser Ziel ist natürlich zu gewinnen. Nein, wir wollen hier eigentlich aus Spaß mal mitmachen, uns das mal angucken. Polestar Deutschland hat hier ein Auto zur Verfügung gestellt für die Aktion. Schön. Und Kollegen aus Köln von nebenan. Grüße aus Bonn. Ja, und mal schauen, wie das hier abläuft. Und ich denke, wir werden eine Menge Spaß haben. Ich habe eben schon gesehen, ihr seid schon mit dem Fahrzeug ein bisschen mal über den Platz gefahren und so weiter. Das sieht schon ganz gut aus. Welche Motorisierung hat der jetzt? Hat der Allradantrieb? Wir haben hier die Frontantriebsvariante mit einem Motor, dem großen Akku, um hier ein bisschen effizienter zu laufen. Auch die kleinstmögliche Bereifung drauf, um hier ja, möglichst weit zu kommen mit einer Akkuladung. Okay, das Auto ist also ausgesucht schon für die 24-Stunden-Challenge und jetzt nicht speziell für den Slalom. Das ist ja auch nur Qualifying, ne? Genau. Richtig. Ziel ist auch im Qualifying möglichst weit vorne zu landen oder ist das euch eigentlich egal und ihr fahrt nur aus Freude mit? Das wäre natürlich schön, aber eigentlich geht es hier just for fun, um das dabei sein. Und gucken, ob der Puls da auch das ganze Ding schafft, ne? Genau. Das wird er, denke ich. Miterleben. Okay, cool. So, dann fahrt mal weiter. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis später. Danke, bis später. Ciao. ID3. Hier geht es nicht weiter, sondern hier ist das Ende. Das war der Erststarter. Wir befinden uns hier im Zelt. Hier gibt es Toiletten, Umkleidemöglichkeiten etc. Hier tummelt sich jetzt ein bisschen das Fahrerlager, was schon gefahren ist. Ganz hinten in der Ecke haben wir einmal den Computer. Dort auch schon quasi ersichtlich die Tabelle, so wie bisher gefahren. Aber es fehlen ja noch ein paar Fahrzeuge. Da macht jemand noch seine Reifen warm. Das ist der Letztstartende heute. Ein Model S aus Rumänien. Auf jeden Fall mit dem Kennzeichen von Rumänien. Let's go. Here we are. Good morning, everyone. And here we are. Hi, Rafa. And we are going to do the slalom, right? Yeah. My baby. First time. First time in a racing car. I'm going to die. I don't know what it's going to be, guys. I'm going to be screaming like hell. Oh, my goodness. Let me show you. One, two, one, two. Oh my god, yes. I am
I'm glad I didn't have a breakfast. You know, because if not, all of it were in the panoramic. So, das war auf jeden Fall nicht Eco, das war Drift Mode. So, gerade eben war mir noch kalt, jetzt ist mir richtig warm. Nach der Driftrunde mit dem Slalom-Parcours in Rafael de Mestre, meine Beine sind zittrig. Das ist tatsächlich absoluter Wahnsinn, der Mann weiß, wie es geht. Ja, servus, ich habe hier gerade den Carsten erwischt. Grüß dich, Carsten. Hi, grüß euch. So, und den habe ich nämlich letztes Wochenende schon gesehen. Du warst nämlich auf der Bühne und hast ein bisschen gequatscht mit dem Uwe Kröger. Genau. Über Rennsport und Elektroautomobilität, ja. Versus Verbrenner. Genau, Petrolhead versus Elektromobilität. Ja, genau so war's. Ich denke, dass wir beides ziemlich ehrlich ticken, also Uwe und ich unterm Strich, ne? Ja, genau. Der ist ja auch noch, also der hat zwei Herzen in der Brust, ne? Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich komme auch so aus der V8-Ami-Szene, und aber trotzdem, ja, Tesla ist schon geil. So, ihr seid jetzt heute hier auch ja schon aktiv mit, ja, dabei. Genau. Mit einer Model S, wie ich sehe. Ja, eigentlich mit dem gemacht. Ja, eigentlich mit dem Auto, wo man eigentlich keine Siegchancen hat. Es ist ein 2013, also knapp 8 Jahre altes Model S, P85. Mhm. Performance ist leider an diesem Wochenende nicht so zwingend gefragt. Das wäre natürlich, genau, uns lieber, wenn wir Performance fahren könnten. Aber wir geben uns oder wir stellen uns die Herausforderung und haben gesagt, wir probieren das mal aus. Mhm. Wir sind Jungs, die eigentlich schon normales 24-Stunden-Rennen gefahren sind, mehrfach auch Klassensiege eingefahren haben im normalen Leben, und probieren das jetzt mal mit langsamem Fahren aus, ne, und effizient. Okay, also ihr seid schon öfters dabei gewesen, ihr seid aktiv im Motorsport mit dem Team und übertragt das jetzt Ganze quasi auf die Elektromobilität. So ähnlich, ja. Wir sind hier, der RPR Motors, wir sind hier am Nürburgring ansässig, also direkt hier vor der Tür. Wir machen Mercedes Oldtimer und eben zwischenzeitlich auch Tesla. Wir haben uns darauf spezialisiert und bieten dann im Endeffekt als freie Tesla-Werkstatt eben alle Upgrades, Reparaturen, Wartungen, Service an. Ihr seid nicht Tesla-approved Prodi Shop, sondern ihr macht das einfach so, ihr könnt, genau, das. Genau, wir können es einfach, weil wir eben die Erfahrung haben aus Motorsport und aus eben unserer Automobiltechnik, die wir seit vielen Jahren haben. Es steckt ja auch sehr viel Mercedes und Tesla drin im Übrigen, von der Warte her ist es eigentlich naheliegend. Ja. Genau, ich glaube, es ist mit der Zeit weniger geworden, aber am Anfang war sehr viel Mercedes-Teile drin, ne? Okay, ja, es gibt ja einige Tesla-Motorwerkstätten, die sind zertifiziert. Diese Zertifizierungsrichtlinien sind sehr, sehr hart und auch sehr, sehr teuer, so wie ich das mitbekomme, ne? Also es gibt ja auch diverse, die das so machen. Wir machen also alles, was Elektronik und Technik betrifft, aber Karosserie machen wir nicht. Wir haben aber gerade mit unserer Kooperationsfirma, der Firma Mannheller, die hier am Nürburgring ansässig sind, in Moisbad, Mannheller, Marcel Mannheller ist auch hier mit als Fahrer mit dabei, haben wir eine Kooperation und Zusammenarbeit und haben im Namen der Firma Mannheller gemeinsam einen Antrag bei Tesla gestellt auf Zertifizierung für Bodyshop. Und es wäre natürlich das Interesse, dass wir das dann gemeinsam sozusagen abarbeiten. Okay, das läuft jetzt. Ja. Genau, wir sind ja kein Karosseriebetrieb, wir sind nur ein technischer Betrieb, also eine Werkstatt, aber kein Karosseriefachbetrieb. Das ist ein Karosserie- und Lackbetrieb und wir haben eben die Kooperation und schauen, dass wir da jetzt diesen Status bekommen, dass wir es dann gemeinsam abarbeiten können, offiziell. Okay. Wenn man so Anzeigen sieht, Tesla, Chip-Tuning, keine Ahnung was, macht ihr sowas auch? Gibt es sowas? Was muss ich mir darunter vorstellen? Kannst du mir dazu was sagen? Das habe ich mich nämlich letztens gefragt. Nee, also Chip-Tuning ist eher, denke ich, nicht das richtige Thema und macht auch keinen Sinn. Es gibt da natürlich ein paar Sachen, aber das ist, glaube ich, nicht nötig. Also Upgrades, denke ich, sind eher so andere Sachen, die wir als Fahrer brauchen können. Ich meine, Leistung haben wir mehr als genug. Also wir bieten eben halt Upgrades an, zum Beispiel was die Unit betrifft, dass man HDMI, dass man Fernseher gucken kann nebenher beim Autofahren oder beim Supercharger zum Beispiel. Okay. Andere Soundsysteme, Dämmungen von Fahrzeugen zum Beispiel, da kann man auch viel geräuschmäßig machen.
Also solche Sachen, aber eben auch normale Services, Achsvermessung, Reifen, Räder ist auch ein großes Thema bei Tesla. Okay, also wenn ihr Bock habt, an eurem Tesla was machen zu lassen, hier am Nürburgring, wäre eine adäquate Adresse? Absolut, ja. Wir würden uns freuen. Vielen Dank, wenn ihr euch meldet. Wir haben gerade eine relativ gute Nachfrage, muss ich sagen, es kommt gut an. Und das ist aber auch klar, wir fahren ja selber Tesla und wissen deswegen ja auch im Endeffekt, um was es geht. Also sehr gut, vielen Dank, Carsten. Dafür nicht, Alex. Viel Erfolg. Das können wir brauchen. Vielen Dank euch, ja? Ciao. Ciao. Jetzt nochmal. Yeah. Yeah. So, momentan die Phase, jedes Team fährt mit jedem Fahrer jeweils 2 Runden. Das heißt, wenn das Team aus 4 Fahrern besteht oder 5, dann muss jeder dieser 5 Fahrer 2 Runden einmal testen, um die Strecke kennenzulernen, was ja auch Sinn macht, ne? Und hier ist auf jeden Fall die Spaßkanone, den werden wir gleich nochmal interviewen. Team Tesla Chaot, wie war die Runde? Ja, servus. Servus. Ja, gut. Ja, war gut? Ja. Ja, er ist halt jetzt so voll, weißt du? Und dann rekuperiert er nicht so viel, also haben wir jetzt den Verbrauch nicht genau so, wie er dann im Rennen quasi ist, weil wir sind ja vollgeladen, aber Livestream läuft auch schon. Yes! Aus dem Auto. Empfang ist gut getestet. Ja, wir testen das jetzt auf der Runde, ich habe ihn gerade erst gestartet, gucken wir einfach einmal und ja, ich muss jetzt noch die Kennzeichen holen im Media Center, dass wir die noch dran machen und auf ein schönes Wochenende. Es ist leider arschkalt. Hast du irgendwelche Erkenntnisse gewonnen jetzt aus der Runde? Du hast ja auch dich schon entsprechend vorbereitet. Gibt es da irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ja, wir brauchen länger, als ich da im Rennen, also in meinem Rennspiel gebraucht habe. Okay. Also länger für die Runde oder länger fürs Laden oder beides? Fürs Laden, das ist alles wie geplant mit dem Schussbooster. Das funktioniert mit dem Doppellader, aber es ist nass. Wir können nicht so fahren, wie ich das jetzt eigentlich im Rennspiel so gedacht habe. Man hört recht schön, wenn die Reifen ans Limit gehen. Und schauen wir mal, wir haben kompletten niegelnagelneue Reifen drauf. Sollte also eigentlich Top-Voraussetzungen sein. Schauen wir mal. Du bist auf der falschen Seite der Kamera. Da hilft und springt einer. Ja, servus. Sag mal, wie heißt du? Erik Schill heiße ich. Und du bist vom Team? Inprodukt denkt elektrisch, die Sieger werden dieses Jahr. Ach so, ja, da weißt du mehr als wir beide, ne? Ja, natürlich. Ihr habt ja schon super Punktzahl und deswegen, da kann euch kaum noch jemand schlagen. Naja, aber ihr seid jetzt auch nicht so weit weg, ne? Also 30 Teams heißt, die ersten 10 kriegen Punkte. Die letzten 20 eben leider nicht, also von daher schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß und es wird ein Top-Wochenende. Und das Wochenende, das Auto gucken wir uns gleich auch nochmal an von euch. Niedeln schon wieder weg. Auto. Und weg ist es. Ja, servus. Ich habe wieder das nächste Team erwischt mit dem Kennzeichen BM, das heißt auch direkter Nachbar von uns. Und ich habe hier ein bekanntes Gesicht getroffen, nämlich den Jörg de Jong. Hi. Grüß dich, Jörg. Wir haben uns schon öfters mal in Hilden getroffen, ein bisschen was kurz geschnackt. Jetzt sehe ich hier auf einmal, ihr habt 2 Teams am Start. Ja. Wer bist du, was machst du und wieso seid ihr mit 2 Autos am Start? Ja, hi. Also wir machen schöne bäderwarme Heizungen, haben Donnerstag unser 10-jähriges Firmenjubiläum gehabt, also klassisch, wie sich das für Köln-ansässige Unternehmen gehört, ne? 11.11. im 11. Da kann man jedes Jahr feiern. Ja, genau. Und quasi als kleines Event haben wir uns dann gesagt, nehmen wir mal hier teil, wenn es schon am Nürburgring ist, fahren wir auf jeden Fall mit. Model Y haben wir jetzt noch gar nicht so lange in der Flotte. Deswegen ist der auch noch ganz jungfräulich. Und unsere alte Lady von 2015, da haben wir Elektromobilität mit angefangen, hat jetzt knapp 194.000 Kilometer runter. Wow. Und ist nach wie vor in der Lage, mal so ein Rennen mitzufahren. Jetzt werden natürlich alle fragen, so, was, so viele Kilometer? Wie sieht's aus? Erste Antriebseinheit, erster Akku, geht sowas überhaupt? Genau, also wir können auch gleich mal auf die Bremsen gucken. Erster Akku, erste Drive-Unit, erste Bremsscheiben, erste Bremsbeläge. Das Auto hat 2 kleine Reparaturen gehabt. Fahrt mit den ersten Bremsbelägen? Genau, wir fahren mit den ersten Bremsbelägen. Okay. Ja, ja. Und die Scheiben sehen auch noch verdammt gut aus.
Das ist für ein Model S schon gar nicht schlecht. Klar, Model 3 und Model Y haben ja im Nachfeld noch deutlich bessere Rekuperation bis zum Stillstand und so weiter. Aber das Model S konnte das noch nicht ganz so gut. 2015 gekauft haben. Meine erste Tour waren 1000 Kilometer nach Österreich. 3 Wochen später mein Kompagnon 1600 Kilometer nach Südfrankreich. Das waren die ersten Touren, die wir mit dem Auto gefahren haben. Und das ganze System funktioniert einfach perfekt. Mit dem S bin ich sogar mal aus Versehen in der Nacht 28 Kilometer über Null hinausgefahren, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber auch das hat er mit Bravour hinter sich gebracht. Und ich war noch versucht, in Unna so lange noch um den Supercharger zu fahren. Und kam, bis er liegen bleibt. Aber dann denke ich, um 4 Uhr nachts das Auto alleine schieben, das machst du nicht. Also, genau, wo wir gerade beim Thema sind, wenn die Leute sagen so, ey, nie den Akku leer fahren und so weiter. Ihr könnt das schon machen, aber dann solltet ihr auch direkt den Stecker reinstecken. Bei Tesla ist es immer so, dass in der Regel dann noch auch bei 1% oder 0% dann noch ein bisschen was drin ist. Ja. Da ist also noch ein kleiner Puffer eingebaut. Es sei denn, ihr habt den Akku nicht pfleglich behandelt über eine längere Zeit. Da muss man zwischendurch mal schön leer und vollladen und sowas. Aber das habt ihr dann gemacht so. Ihr seid mit 2 Teams angetreten. Als Firmen-Event, ne? Das heißt, du machst dir einen Spaß daraus, Teambuilding-Maßnahme. So, ja, super geile Sache. Würdest du das empfehlen? Hast du das schon mal gemacht oder ist das heute das erste Mal? Also für uns ist das erste Mal in dem Rahmen. Ich bin mal als Fahrer eingeladen worden, Schlag auf Knopf 2018 zu dem Eco Grand Prix nach Oschersleben. Und das hat schon Spaß gemacht, das hat mir also richtig Laune bereitet. Und deswegen habe ich gesagt, wenn er in der Nähe ist, machen wir das auf jeden Fall und macht Riesenspaß. Wie lief das dann von der Planung her? Ihr müsst ja dann 4-5 Leute sein, glaube ich, pro Team, ne? Ja, wir sind drei pro Auto. Ja. Das heißt, wir fahren mit 6 Leuten insgesamt. Okay. Das passt genau. Der Termin hat sich nochmal um eine Woche nach hinten verschoben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Das heißt, eigentlich hätte das letzte Woche schon stattfinden sollen. Da war dann aber die ADAC GT Masters und der Eco Grand Prix war quasi hier auch präsent mit einer Informationsveranstaltung, wo ich auch anwesend war. Die ersten Zuschauer sind schon da. Der Winner ist Polestar, Team Polestar, mit der schwachen Maschine in Anführungsstrichen, hat auf Anhieb den Startplatz geholt, Pole Position. Wer gefahren ist, weiß ich nicht, aber herzlichen Glückwunsch, Team Polestar. Die Orga ist jetzt angewiesen, einmal alle Teams persönlich anzusprechen, dass sie sich schon mal aufstellen. Das heißt, das wird hier in der nächsten halben Stunde starten, dass die Leute sich halt alle hier entsprechend der Startplatzierung einmal ab da hinten startend aufstellen. Und derweil nicht alle in allen Gruppen verfügbar sind und nicht alle WhatsApp haben, laufen hier die Organisationen durchnummeriert einmal durch und informieren die Fahrerteams. Inzwischen haben die Fahrzeuge auch alle entsprechende Kennzeichen bekommen, wie man hier sieht. Das heißt, man kann vorne auf dem Aufkleber erkennen, einmal die 16, einmal auf dem Kennzeichen die 16, einmal auf der Seite die 16 und dann kann es bald losgehen. Und wen trifft man da? Tesla-Gutachter Wolfgang Müller. Ja, servus! Und? Startposition, warte, 16 oder sowas, kann das sein? Ja. Das kommt ja aufgrund der Tatsache, dass ihr gesagt habt, boah, nee, keinen Bock auf den Stress, wir fahren keinen Slalom. Allerdings, glaube ich, waren es 2 oder 3 Teams, die gesagt haben, die fahren nicht und jetzt sind noch so viele hinter euch. Hast du eine Ahnung, wie da die Platzierung zustande gekommen ist? Ausgelost wurde, ne? Okay. Also von daher haben wir es gut erwischt, aber ich glaube, die Strategie ist eine wichtigere Chance zu gewinnen als der Startplatz, weil... Definitiv. Und man sieht ja auch jetzt an der Situation, dass ein Polestar, der einen schwachen Motor hat, nicht Allradantrieb hat und der auch gar nicht so schnell auf der Strecke aussah für mich jetzt, das habe ich denen auch gesagt, alles ist offen, hier kann jeder gewinnen. Genau, ja, ich habe eben 2 Testrunden gefahren und habe eigentlich auch schon 2 Model 3 überholt. Entweder wollten die nicht oder sie konnten nicht, keine Ahnung. Also bleibt alles ein bisschen offen, aber es macht Spaß auf jeden Fall. Super, das ist das Wichtigste. Wir sehen uns, ich bleib dabei. Danke dir, ciao. Viel Spaß. So, ich habe hier noch ein Team erwischt, die Nummer 13. Mal gucken, ob die Lust und Zeit haben, mit mir zu sprechen. Sehr geil, auch mit Uniform, so ähnlich hier wie hier der Tesla Club in der Schweiz auch.
Hier die Jungs, die kennt man auch von diversen Veranstaltungen mit diversen Autos. Also da haben wir auch Teilnehmer, die beim E-Cannonball gefahren sind, zum Beispiel mit dem Mustang E. Und jetzt gucken wir mal, ob einer von den Freaks Zeit hat. So, ich habe jetzt hier den, wie heißt du? Oliver Denk von Denk Elektrisch, genau. Jawohl. Also das heißt, du bist auch ein bisschen irgendwie Forum, YouTube, Blog, was machst du? Ja, YouTuber und ja, Tesla-Vermietung hat man mitgemacht in Dresden im Prinzip und auch die mobilen DC-Lader vermiete ich mit, genau. Ah ja, super. Ja. Genau, ihr fallt auf über euer super geiles Outfit, finde ich sehr gut. Ein bisschen Abwechslung, aber ihr habt auch noch geile Helme, die habt ihr jetzt gerade nicht mehr parat, ne? Nee, also Hüte und Helme kommen dann später wieder mit zum Einsatz, also ja. Sehr gut, okay. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, jetzt gerade noch so ein kleiner Stressmoment. Was ist passiert? Fahrerkarte? Genau, eine Fahrer-ID-Karte im Prinzip, die vorne in der Box 1 im Prinzip mit registriert werden muss, wenn ein Fahrer an den Start geht und dann auf die Strecke, um die Zeiten zu tracken. Und gestern wurde mir halt gesagt, dass der Team-Captain eine hat und das genügt so. Und es muss aber jeder Fahrer eine haben. Und ich habe halt gestern keine bekommen und ja, Erik schaut jetzt nochmal, wie es dahingehend aussieht. Ja, eine kleine Fehlinformation, ihr kriegt das bestimmt hin. Die Tracker sind ja, glaube ich, unten am Auto angebracht, ne? Sieht man das irgendwo? Bei euch in der Mitte? Ja, ich zeige euch das einmal. Hier unten sind die Tracker angebracht. Die sind dann über die Bordelektrik oder haben die einen eigenen gebauten Akku oder wie funktioniert die das? Die haben einen eigenen Akku. Da ist eigentlich sonst nichts weiter angebracht und darüber werden dann die Zeiten mitgenommen und dann nochmal über oben das LED-Panel. Okay. Da gibt es auch nochmal einen extra Tracker damit drin, wo dann darüber der Rundenanzahl mit angezeigt wird. Genau. Okay. Und das heißt, wenn jetzt der erste Fahrer in eurem Team startet, muss der auch vorne dann noch eine Karte zeigen, dass vorne registriert wird, welcher Fahrer fährt welche Zeit? Genau, richtig. Dann wird halt meine Zeit genommen, weil ich darf ja nicht über die 4 Stunden kommen und insgesamt nicht über 8 Stunden. Okay. Das heißt, du dürftest zweimal fahren, aber jeweils maximal vier Stunden. Und zwischendrin muss auch wieder eine Pausenzeit von 4 Stunden sein. Wie eben die Le Mans-Regeln so gesehen damals waren bei den 24 oder sind bei den 24-Stunden-Rennen. Ja. Seid ihr den Slalom-Parcours mitgefahren? Nee, lassen wir aus. Einmal aus veranstaltungstechnischen Gründen, so, weil wir sagen, zum Eco Grand Prix passt das eher nicht. Diese Slalom-Gefahre auf Geschwindigkeit dann am Ende, weil Eco Grand Prix heißt eigentlich mehr Team-Taktik mit entsprechender Ladeplanung und einer angepassten Geschwindigkeit, wo es nicht um die Erzielung von einer Höchstgeschwindigkeit geht. Deswegen lassen wir das aus. Wir haben ja eben schon mal kurz gequatscht. Ihr seid auch, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Das heißt, ihr habt da auch schon rumgerechnet oder rumrechnen lassen, ne? Ja. Entsprechend wie, wann, wo, wie viel Energie verbrauchen, wie schnell fahren und wie laden. Meinst du, das wird dann auch in der Realität so funktionieren? Habt ihr das schon mal erprobt? Erprobt jetzt im Prinzip auf unseren Testrunden. Das wurde jetzt schon wieder mit angepasst und neu gerechnet. Und wir müssen es natürlich nach oben korrigieren. Vom Verbrauch her, die Kälte, die Nässe auf der Strecke, das frisst natürlich Energie, aber das Problem haben alle. Und das gleicht sich dann dadurch wieder aus. Wir hoffen, dass wir dann gut laden können und dass erstmal die Grundstrategie so passt. Es geht immer irgendwas schief oder irgendwas passiert immer. Ist bei jedem Rennen bisher so gewesen. Also es wird immer spannend, sage ich mal. Sehr schön. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ich werde zwischendurch immer mal wieder vorbeischneiden und gucken, wie es euch geht. Danke, danke. Viel Erfolg. Team 11, Tesla Chaot und man sieht die Angst in seinen Augen. Wie geht's dir? Was geht jetzt denn los? Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Super, dich hat man ausgewählt, du musst als erstes fahren, ja? Also du kannst eigentlich nur alles falsch machen. Du bist der Sündenbock des Teams. Wie fühlt man sich? Ja, die Besten kommen am Schluss, oder wie war das? Sehr gut. Und wir haben eben schon besprochen, wir haben dann ja der Freizeit, ne? Wie lange fährst du? Schauen wir mal. Wir schauen, wie das Wetter wird. Wir schauen, wie die anderen fahren. Wir schauen einfach, wie es ist. Verkehrslage, alles. Okay, ich bleib am Ball. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Ciao. Überall diese multimedialen Spanner. Es muss sein. Es muss sein. Live. Von innen, von außen, von oben, von unten. Hier auch der Live-Trifucker. Hier einmal befestigt vorne und auch wieder das schöne blinkende Display. Viel Erfolg, Tesla Chaot! So, die Schweizer starten auch. Überall Kameras. Ich will niemanden durch die Linse fahren. Ich laufe mal hinten lang. Ein großes Heckmeck. Hier werden Durchsagen gemacht, aber man hört hier hinten halt leider nichts. Okay. But now you know your stop position on the grid. Okay. So you drive, you follow the car, and then okay. You choose your position on the grid. Louder, please. Louder.
So, langsam geht die Stimmung ein bisschen hoch. Die Verspannungen sind weg. Zwischendurch hatte man hier so ein bisschen Eindruck, boah, ich bin auf der Arbeit und es ist Montag und ich habe noch die ganze Woche vor mir. Aber inzwischen wird das Ganze ein bisschen lockerer. Das ist schön, weil es ist ja eine Spaßveranstaltung mit sehr viel Musik von hier oben. Musik ist auch besser geworden. Vielleicht liegt die Stimmung auch ein bisschen am DJ. So, wir haben auch ein paar Hunde dabei. Die sind alle ganz artig. Die freuen sich nämlich, dass das hier so leise Rennen sind. Wir hören zwischendurch mal hier noch von der Nordschleife, glaube ich, ein bisschen Sound. Da sind heute noch Touristenfahrten. Das hat man zwischendurch ein bisschen gehört. Jetzt ist die Musik laut. Jetzt kriegt man davon gar nichts mehr mit. So, Raphael de Maistre, mitten im Business. Schwer gefragter Mann. Hier auch ein schönes Team. Die hatten wir noch gar nicht. Dem laufe ich jetzt in die Kamera und den interviewe ich jetzt auch mal. Ja, servus, Klaus, grüß dich. Grüß dich, hi, was machst du hier? Ich gucke mir mal hier so die geilen Teams an und da ist mir aufgefallen, ihr seid auch ein Team, was hier richtig geil eingekleidet ist, so richtig mit Overalls, super. Dankeschön, danke. Ihr seid mit dem Firmenteam hier? Der Firmenteam, das ist Ehringe, ist eine Gruppe, die es seit 2017 gibt, da kann jeder rein, das ist eine WhatsApp-Gruppe, daraus ist erwachsen. Und Firmenteam heißt einfach nur, jeder, der mitfahren will, kann bei uns mitfahren. Ja, wir haben keine Wildcard verlost, wie unsere roten Freunde das machen. Aber ich sag mal, wir haben ja den Laden trotzdem voll. Trotzdem, wir hätten noch für ein viertes Team Platz gehabt. Also das nächste Mal mehr Fahrer, mehr Spaß. Und wir haben ja 2022 auch vor uns. Von daher freue ich mich einfach auf das Interesse und die Teilnahme, ganz klar. Okay, ihr seid also eine WhatsApp-Gruppe, die sich dazu amortisiert hat, so einen kleinen Club zu bilden. Und jetzt seid ihr hier mit insgesamt drei Teams, habe ich richtig verstanden, ja? Mit drei Teams. Wir hatten ursprünglich vier geplant, aber das Viertel kriege ich nicht voll. Von daher drei Teams. Macht auch so Spaß und ist auch so genug zu tun, ja. Okay, super. Wie hat es geklappt? Seid ihr alle mit allen drei Teams den Slalom-Parcours gefahren? Wir sind mit allen drei Teams gefahren, jawohl, und haben uns auch in die vorderen Top 15 platziert. Also ich finde es echt klasse. Habe ich nicht damit gerechnet. Bedeutet einfach, die Jungs und Mädels, die Mädels vor allen Dingen, können fahren. Also macht Spaß. Super. Besonders wichtig war mir das Damenteam. Ich wollte einfach zeigen, hey, du setzt die Frauen in einen Smart und die zeigen den Jungs, wie es geht und dass es geht. Und da freue ich mich riesig drauf. Ja. Sauber. Mit welchen Fahrzeugen seid ihr am Start? Mit dem Smart ED, der alte, also so eine Uraltkiste, wo ist er? Mit dem Model 3 Performance. Sieht extrem schick aus, muss ich sagen. Dankeschön, Dankeschön. Gebe ich gerne an den Stevie weiter, der die Idee hatte. Und ansonsten mit dem Kia, mit dem EV von Kia. Da sind wir gespannt auf den Stromverbrauch. Das ist quasi der erste produktive Einsatz. 1000 Kilometer am Ring, das wird richtig spannend, ja. Ich bin gespannt, ja. Freu mich. Super, ich bleib dabei, wir sehen uns. Ganz herzlichen Dank, danke. Viel Erfolg. Okay, danke. Nicht so schön am Blinken wie mein Model S damals, Houston Police Car, aber auch nice. So, wir stehen jetzt hier am Start, die Fahrzeuge haben sich in Position gebracht, entsprechend der Reihenfolge. Starten mit dem Team 1, das ist die Nummer 17, Substantial Stars mit dem Polestar. Als zweites haben wir das Team Die Elektrifizierten Teil 2, die haben also mehrere. Dann haben wir das Team 9, Team RPM. Dann haben wir wieder Die Elektrifizierten mit dem Team 4, Team 6, EcoDrive. Team 7, Team Drillinge mit dem IMI. Mutig. Team 27, 10 Jahre Setio, was auch immer das ist. Das schönste Fahrzeug finde ich, die Nummer 21. Heringer, A-Motion, Team 22, Stock Racing bei Hammann Spedition, Team 28, Heringer mit dem Kia EV6, Team 8, E-Mobil-Treffen mit einer Renault Zoe, Team 3, Hammann Spedition, Team 3, also auch mehrere am Start mit einem leicht ramponierten Model 3.
Team 12, wieder eine Renault Zoe, hart wie Stiel. Team 25, Ehringer Motion World. Ein Porsche mit der 5. Team 2 haben wir wieder Hamann. Team 11, Tesla Code. Schöne Felgen. Team 1, Technagon. Dann haben wir Team 15, Auto Berati. Dann Team 18, der BEM, Bundesverband für Elektromobilität. Team 26, Seggio, 10 Jahre. Team 13, In Production denkt elektrisch. Team 16, Evo Auto. Da kommt Team 10, okay, die sollten eben schon sein. Team 23, Tesla Owners, Tschechische Republik. Und hier ist noch ein Roadster. Team 30, Michael Eimann. Inzwischen füllen sich die Zuschauerränge. Ich habe durchgezählt 15 Personen. Ja, aber immerhin an einem verregneten Tag am Nürburgring. Safety Car is coming. Und zwar ziemlich flott. So, Teams werden genau in Position gebracht. Raphael ist jetzt die komplette Reihe einmal durchgegangen, hat die Fahrzeuge gecheckt, ob die richtig in Position sind. Zurück. Dann dürfte es jetzt gleich losgehen. Los geht's. Da sieht man schon sehr große Unterschiede direkt am Start. Model Y durchgebrettert. Hey, das verbraucht doch Strom! Ja, servus liebe Leute, ich bin hier immer noch am Nürburgring. Inzwischen ist ungefähr 45-50 Minuten vergangen seit Start. Die Startaufstellung bzw. den ersten Stand zeige ich euch mal, blende ich euch jetzt ein. Und ja, ich bin jetzt hier auf dem Dorint. Da haben wir eine ganz schöne Terrasse und da hat man ein bisschen Ausblick. Ich zeige euch das mal, aber mit der besseren Kamera. So sieht das Ganze dann aus. Wie ihr seht, sind wir jetzt genau auf der anderen Seite. Da unten sind die ganzen Boxen. Unten auf dem Boden seht ihr die Startmarkierung. Da ging es eben los. Und hier drehen jetzt fleißig die Stromer ihre Runden. Wie die aktuelle Situation ist in der Reihenfolge, weiß ich nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Und das sind jetzt wahrscheinlich so die letzten Tagaufnahmen, die ich euch präsentieren kann. Für heute auf jeden Fall, weil der Tag ist jetzt gleich vorbei, wenn es nach dem Sonnenlicht zu urteilen ist. Also ihr seht das hier hinten ordentlich nebelig. Es regnet auch immer wieder mal, aber nur kurz. In der Boxengasse sehen wir nichts bzw. nicht viel. Da ist jetzt auch gerade nicht viel los. Es ist so, dass das ganze Orga-Team etc., die haben jetzt ein bisschen freigekriegt und können sich jetzt ein bisschen frisch machen.
Und eine Stunde nach Start, also ca. 16 Uhr, sollten die dann wieder antanzen und dann wird kontrolliert, dass der richtige Fahrer aussteigt, dass der richtige Fahrer einsteigt, dass die Fahrzeiten nicht überschritten werden, dass der Ladevorgang entsprechend der Maßgabe von maximal 20 kW Ladeleistung geht und so weiter und so fort. Und hier haben wir ein paar. Da gibt es manchmal das Szenario, dass zwei sehr dicht hintereinander fahren. Hier der Corsa zum Beispiel klebt am Model 3 dran. Das könnte eine Windschattentaktik sein. Und der Hyundai zieht vorbei. Also, wie ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Taktiken, die hier angewendet werden. Und es gibt Teams, die rechnen sich wirklich bis aufs Kleinste auf, tauschen nochmal die Reifen, haben irgendwie dünnere, leichtere Felgen dabei, rechnen rum, kleben vorne den Abschlepphaken. Ja, die Abschlepphaken müssen wohl anscheinend eingedreht sein. Manche haben die nochmal abgeklebt. Manche haben ihr Auto vorne versiegelt und solche Geschichten. Also da wird bis an das Reglement herangegangen und es gibt wiederum andere, die haben gar nichts dabei. Ja? Also die haben einfach ihr Auto mitgebracht, ein Ladekabel und gut ist. Und andere rechnen und machen und tun und Zelt und Werkzeug und hast du nicht gesehen. Aber es ist lustig und es macht Spaß und ja, schauen wir mal, was die 24 Stunden noch so bringen. So, wir haben 17.30 Uhr, man sieht immer mehr Fahrzeuge, die laden. Wir haben gerade eben hier schon das Model X gehabt, waren wahrscheinlich so eine der ersten, die geladen haben. In die Zoe rein. Gut organisiert, Stecker direkt, steckt drin. 11% sehe ich auf dem Display. Hier haben wir das Model Y. Das ist jener welcher, der richtig abgebrettert ist eben beim Start und hat sich quasi die Pole Position dann mit diesem brachialen Start erkämpft. Schauen wir mal, ob dieser Taktik aufgeht. So, wir sind hier beim Model Y und wir haben hier ein bisschen Ladeprobleme gehabt. Und zwar ist das innen so eine Box, die quasi dann Drehstrom liefert. Die hat ja sehr viel Elektrik und er hat reingesteckt und hat angefangen nur mit 11 kW zu laden. Jetzt haben sie also versucht, das Ladegerät einmal zu resetten. Dann hat er ein bisschen geliefert, aber jetzt muss das Ganze nochmal gemacht werden und nochmal und nochmal. Und dann geht natürlich extrem viel Zeit verloren. Das ist jetzt echt mies. Blau, jetzt warte mal. Vermutlich kackt er wieder ab. Streicheln. Ich hab deswegen kein Ohrläppchen mehr. Loser. Da ist Windows draus. Das kann ja nicht werden. Gerät kommuniziert mit dem Auto, das heißt, hier wird auch angezeigt, der SOC, wie viele Sekunden der Ladevorgang läuft, wie viel schon geladen worden ist, alles dran. Gucken wir mal vorne ins Display, wie das aktuell aussieht. Läuft? Wie viel hat er jetzt? Super. Ja, perfekt. So, wir haben gerade die Information bekommen, dass die Strecke rot ist. Alle Ladevorgänge müssen gestoppt werden. Es hat sich wohl ein Auto quergelegt auf die Seite. Nimmst du mich mit? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sieht nichts in der Nebelwand.
Großes Unfallszenario am Nürburgring. Hoffentlich nichts passiert. Der Almif hat die Straße verlassen, hat sich quergelegt. Die rote Flagge wurde so ein bisschen ignoriert. Deswegen werden die jetzt per Safety Car quasi gebremst und rausgeholt. Und die Fahrzeuge, die in der Boxengasse waren, geladen haben, mussten den Ladevorgang abbrechen. Er ist rausgerutscht ins Kiesbrett. Dann rutschen die Fahrzeuge nicht, sondern dann sacken die mit den Reifen nach den äußeren in Kies rein, stoppen quasi dort und dann hat er sich quergelegt. Der Abschlepper ist schon da. Ja, die Pilotin hat sich nur leicht verletzt. Sie wurde ganz schnell ins Medical Center gebracht und hat eine kleine Wunde versorgt bekommen. Danach waren wir dann im Rennleitungsbüro vom Nürburgring. Dort wurde dann das weitere Vorgehen entschieden und das Fahrzeug wurde natürlich abgeschleppt, war dann relativ schnell in der Box. Die haben dann da noch einige Stunden dran rumgebastelt und das Auto konnte auch wieder mit nach Hause fahren. So, wir haben 21.30 Uhr. Hier stehen die ein oder anderen Fahrzeuge und die Ranger sind unterwegs, um zu checken, was hier Sache ist. Und das eine oder andere Team lädt ein bisschen schneller, als sie dürfen. Grenzwert sind 20 Kilowatt per DC-Ladung. Und hier waren es 23. Ich hätte aber wenigstens 30 machen können. Da hat jemand geübt. Ja. Wie die Boxengruß bei der Formel 1. Das haben wir. Der saß die letzten 4 Wochen nur daheim und hat dein Auto abends angestöpselt. So, 22:45. Und wir haben einen Rennabbruch wegen zu viel Nebel. An roter Linie. Ja, wenn du jetzt gleich reinkommst, bist du wahrscheinlich einer der Ersten in der Queue. Hier gibt es Diskussionen, weil die Leute dann direkt wieder vor die Box fahren und Ladestecker stellen wollen. Aber ist es nicht. Fahrzeuge müssen so, wie sie gerade gefahren sind, raus und sich aufstellen. Passt da hinten jemand auf? Ist ein Schwarzer rausgefahren, ne? Ich weiß nicht, ob das der ist, der jetzt mit der Schnauze rausguckt oder vielleicht auch der, der jetzt wieder reinfährt. Aber einer ist direkt von der Strecke runter. Kia EV6 at night. Und die Beleuchtung richtig schön zur Geltung. Tja, haben wir wieder ein Rennabbruch. So ist es. Ja, servus Leute, wir haben inzwischen mitten in der Nacht und hier stehen uns hier die Füße platt. Wir haben 23.40 Uhr, die zweite Unterbrechung jetzt. Der Nürburgring hat die Rennleitung und die Endverantwortung quasi für diese Veranstaltung und dementsprechend haben die jetzt abgesagt. Hier stehen die ganzen Autos jetzt alle parat und wie ihr hier sehr schön sehen könnt, es ist wirklich extrem neblig und deswegen darf jetzt im Moment keiner laden, alle Autos mussten rausfahren. Die Marshals laufen auch hier rauf und runter und checken, ob hier irgendwer was Verbotenes tut. Und das ist natürlich echt traurig, aber das macht die Jahreszeit und das geht eigentlich ja schon ja, im Monat 9, denke ich mal, los. Ne? Das ist das hier am Nürburgring. Wir sind halt hier in der Hocheifel, Voreifel, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir in der Eifel und da kann das öfters mal passieren. Das ist halt jetzt echt nervig. Und vor allen Dingen gibt es auch ein paar Fahrzeuge, die jetzt hier quasi rausgerufen worden sind,
die einen sehr, sehr leeren Akkustand hatten und die quasi jetzt eigentlich rausfahren wollten zum Laden. Und aufgrund der Kälte sackt natürlich der Akkustand jetzt noch weiter ab. Ne? Also ein bisschen unschön und Probleme. Und mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. Ich habe über 17.000 Schritte heute für euch gemacht, um Aufnahmen anzufangen. Die dürfen? Ich habe das Startzeichen gegeben, was für eine Ehre! Go, 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 go! Ich sag dir gleich Bescheid. Ja, mein Fahrzeug auf der Strecke, was ohne Luft fährt. Jetzt hat er es an. Jawohl. Wir werden sehen, wie lange wir jetzt fahren. Die Streckenposten hier orientieren sich immer da hinten an dem Mercedes-Stern, den ich jetzt nicht mehr sehen kann. Könnt ihr den noch sehen? Gerade eben konnte ich den noch sehen. Jetzt nochmal mit der richtig guten Kamera. Und weg ist er. Genau das habe ich gerade gesagt. Gerade vor 2 Minuten konnten wir den noch sehen, ne? Jetzt ist er weg. Und das ist das Zeichen dafür, dass gleich wieder Pause ist, ne? Genial. Ich habe jetzt Pause. Du wirst jetzt abgelöst, ne? Die ist gleich wieder vorbei, ne? Hier ist ein bisschen dicht, aber kannst du mal wieder Beschleunigungsfahrt machen hier auf der Gerade, weil das wird gleich wieder abgebrochen. Ja. Klaus, ja gut, sag doch mal was dazu. Ich bin total begeistert. Also es reicht jetzt. Entweder jemand schaltet den Nebel aus oder wir schalten das Rennen aus bis 6 Uhr. Ganz einfach. Letzter Start, letzter Versuch und wenn es nicht funktioniert, dann brechen wir ab bis 6 Uhr. Gute Entscheidung. 6 Uhr haben wir alle ein bisschen Schlaf verdient, haben ein bisschen ausgeschlafen und dann geht es um 6 Uhr weiter frisch. Genau. Der Ingo muss dringend ins Bett. Nee. Und der Alex auch. So, hier wird fleißig geladen. Hört sich fast an wie ein Hubschrauber, der abhebt. Ja, da drüben fahren wieder die Autos. Hier sieht es echt noch nebelig aus. Inzwischen der Marker. Seht ihr den Stern? Ich kann sogar von hier aus sehen. Das ist der Stern. Das heißt, jetzt ist das deutlich besser geworden hier mit dem Nebel. Und wir haben uns gerade von dem Team 27 bestätigen lassen, dass jetzt gerade aktuell hier der nebeligste Ort ist. Aber es zieht auch gerade extrem weg. Also man kann jetzt hier drüben die Ränge wieder sehen. Das war gerade eben überhaupt nicht möglich. Das ist wirklich heftig. Das muss man gesehen haben, um es zu glauben. So Leute, mitten in der Nacht, wir haben, muss ich gerade gucken, 1.31 Uhr. Es reicht. Ich bin raus und der Nebel macht hier seinen Job weiter. Und ganz ehrlich, höchsten Respekt für alle, die jetzt gerade fahren. Das ist echt, echt super hart. Man sieht so gut wie gar nichts auf der Strecke. Und das ändert sich minütlich. Ne? Also das ist halt der Nürburgring und ich bin echt froh, dass ich heute nicht fahren muss. Wobei das bei gutem Wetter bestimmt richtig, richtig Laune macht. Ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und dementsprechend habe ich es mir am Hotelbuffet früh morgens um 10 mal richtig gegönnt und nette Leute getroffen, schön gefrühstückt. Und währenddessen auf den ganzen Displays, die im Restaurant verteilt waren, schon den aktuellen Stand auf dem Nürburgring wieder verfolgt. Es ist sehr geil. Ja, servus, wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 14. November. Und ich gucke auf die Uhr, Punkt 11 Uhr. So, einige Stunden ausgeruht. Meine Augen sind noch ein bisschen weg. Macht nichts, ich bin wieder am Start. Und hier im Hintergrund rollen aktuell Autos. Es war so, ich habe mich jetzt schon informiert, in der letzten Nacht war weiter wieder dicke, dicke Nebelfront. Also wieder richtig, richtig viele Pausen am Start. Aber jetzt sind wieder alle auf der Straße oder halt einige auch an der Ladestation und wir schauen mal rüber. Weißt du, was mir passiert
Brille da rund. So, da kommt die nächste Horde. Wir haben wieder Rennbeginn gehabt seit heute Morgen um 10. Also heute Morgen gab es dann wieder Ruhephase. Und hier haben wir wieder Kolonnenfahrt. Da klemmt sich also einer in den Windschatten, was gar nicht so schlecht ist. Und hier fährt einer aber sowas von an der Ideallinie entlang, der Polestar. Und dann müssen wir uns gleich mal einen Blick verschaffen, wie aktuell das Ranking aussieht. Porsche außen, Kolonne innen. Jawohl, da wird fleißig gewunken. So, wir schleichen uns mal bei Tesla Code rein. Guten Morgen! Hey, Stimmung! Wie ist es? Ja, super. Ja, sauber. Platzierung? Ja, das wird jetzt schon. Sag mal. Hä? Wir sind jetzt momentan auf 18, aber wir gingen in großen Schritten nach vorne, sage ich mal. Ja, sauber. Weil wir haben natürlich die Nacht genutzt zum Laden. Sag ich mal. Und jetzt ist es hell, der Nebel geht, man hat schnellere Rundenzeiten, es wird trockener, der Verbrauch wird besser und wir müssen jetzt momentan halt nicht laden und das ist gut für uns. So, ich blende euch einmal das Bild rein. Also der BEM ist mit dem Kia e-Niro an erster Stelle mit 93 Runden. Schaut mal hier. Das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist beachtlich, aber Rennen ist vorbei, wenn das Rennen vorbei ist. Wir werden sehen. So Leute, einmal komplett die komplette Rennstrecke einmal abgelaufen, euch schöne Bilder hoffentlich präsentiert und jetzt muss ich erstmal mein Gepäck loswerden, ich bin völlig fertig. Gestern über 20.000 Schritte, mal gucken, wie viel es heute gibt, bis gleich.
Hört man das? Ja. Ja, ich bin jetzt hier auf der sogenannten Schnuppertribüne gegenüber vom Eco Grand Prix. Da kann man sich Tickets kaufen für, glaube ich, 5 Euro. Kann man hier zugucken gehen und hier stehen auch ein paar Leute. Vielleicht kriege ich gleich noch jemanden dazu, mit mir zu sprechen. Es sind jetzt nicht wirklich viele und es ist auch nicht so richtig gut kommuniziert gewesen vom Eco Grand Prix. Leute kommen vorbei, hier kommen Leute rein, dann bezahlen die, sehen hier von der Perspektive. Das sieht dann so aus. Und bei uns drüben, da kommen quasi auch die Leute mit rein, sogar kostenlos, mit Bänkchen, mit 2G-Regelung. Also beim nächsten Mal informiert euch, vielleicht könnt ihr einfach so vorbeikommen. Ja, das ist die Schnuppertribüne und hier sieht man jetzt mal aus einer anderen Perspektive, wie die Fahrzeuge vorbeifahren. Direkt an der Boxengasse vorbei. Hier hinter der Porsche-Balustrade quasi ist dann die Pitlane. Auf der Pitlane darf nur langsam gefahren werden. Hier gleiten sie vorbei. Die Sirene, die wir gerade gehört haben, bedeutet, dass ein Fahrzeug auf die Pitlane einfährt. Sieht man da hinten. So, gerade mal einige Leute angequatscht, die hier auf der Tribüne rumgucken, hängen. Sind alles aber nur Leute, die eigentlich dann die richtigen Autos gucken wollten, so sagte man mir. Ich habe denen dann auch erklärt, dass Elektroautos richtige Autos sind und ja, man kommt ein bisschen Gespräch, aber ich wollte jetzt auch nicht vor der Kamera jetzt hier alles machen. Ne? Waren Touristen aus Holland, hier sind auch noch ein paar andere internationale Touris, also ich habe mehr Englisch gesprochen als alles andere. Ja, hat sich nicht so richtig rumgesprochen, dass man hier schauen kann. So, zurück auf der Pitlane. Kia EV6 gerade gestartet, auch einer, der unter den Top 5 war, eben noch. Aber zum Händen ist alles offen, je nachdem wie die Ladestrategie ist. Wir schauen. So, Pitlane ist ziemlich leer gefegt. Hier stehen überhaupt so gut wie gar keine Autos. Da hinten steht Zoe, die ist am Laden. Die lädt jetzt so viel, dass die quasi dann noch irgendwie mit dem letzten Prozent ins Ziel läuft. Wir haben gestern um 15.08 Uhr gestartet, dementsprechend ist 15.08 Uhr heute auch Ende und wir haben 14.20 Uhr, das heißt 30, 40, 48 Minuten noch zu fahren und dementsprechend werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr so viele Autos fahren. Die Fahrzeuge werden auch immer langsamer und fahren immer smoother auf der Strecke und das Feld hat sich nochmal gewaltig verschoben, also es ist auch wirklich wichtig, wie die Ladeplanung ist und jetzt fahren die Leute deutlich effizienter, aber immer noch gibt es einige Überholmanöver, gerade wieder eins gesehen, sogar die Zoe überholt hier noch. Schauen wir mal, ob die noch mal rauskommen. Porsche auch ganz gemütlich unterwegs, das war nicht immer so. Ja, nicht nur ich bin hier Social Media mäßig unterwegs, sondern auch die Teams haben ihre eigenen. Ich weiß nicht, kommt ihr das sehen? Ich schalte mir die Kamera auf. Jawohl, richtig professionell, mit mehreren Kameras, Licht rechts und links und so weiter. Wir sind hier beim Team 11 Tesla Chaot und da wird gerade der Tesla-Gutachter Wolfgang Müller interviewt. Team 25 am Laden, das sieht so aus. Nochmal nachladen für die letzten Kilometer. Endspurt, antreten. Ja, wir kommen alle, los jetzt. Alle. Ja, dann feuert doch nochmal an, euren letzten Fahrer! Rin! Go, 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 go! And go! Mr. Business himself. Alle bringen sich in Position. Gleich vorbei. So, liebe Leute, wir haben 14.55 Uhr. Erster Platz momentan Tesla Owners Club Tschechische Republik mit dem Tesla Model 3.
auf den zweiten DBM mit dem Kia e-Niro. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob sich in den letzten 15 Minuten circa noch was ändert. Die Leute, die wenig Energie im Akku haben, sparen jetzt nochmal, fahren vorsichtig, easy peasy, dass sie das noch schaffen. Die anderen, die noch zu viel Energie haben im Akku, die geben Gas. Und hier hinter mir sieht man gerade sehr gemächliche Model 3, noch ein Model 3. Und der Zoe, der gibt Gas. Der hier, der zieht nochmal ab und der überholt auch noch fleißig. Und da weiß man dann, okay, der hat auf jeden Fall mehr geladen, als er hätte eigentlich sollen vielleicht. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich stehe für euch jetzt hier direkt unter der Ampel. Hier ist die Ampel und ein paar Meter weiter seht ihr im Hintergrund. Seht ihr hier im Hintergrund, seht ihr diese Linie? Das ist die Linie. Und genau um 15.08 Uhr, alle Autos, die drüber sind, wird noch gezählt. Alle Autos, die nicht drüber sind, werden nicht mehr gezählt. Und dann wird es nachher die Siegerehrung geben, da bin ich natürlich dabei. Die Fahrzeuge werden dann vorne rausgefischt. Schauen wir mal, ob das klappt. Und dann wird es auch noch Sonderpreise geben. So, es sind noch 4 Minuten zu drehen. Und trotzdem haben wir hier einen, der rausfährt. Sieht man da hinten. Model X. Ich weiß nicht, welches Team das ist, aber das ist krass. Also da muss es wohl zu nichts mehr reichen, weil sonst wäre jetzt noch die letzten 4 Minuten durchgefahren. Noch 2 Minuten und es kommen immer mehr Teams raus. Was ist denn da los? 15.07 Uhr. Das könnte für die meisten der letzte sein. So, zack, zack, zack. Alle noch eine Runde gesichert. Alle noch eine Runde gesichert. Jawohl, da freut man sich. Das kapiere ich nicht. Die hätten nur noch einmal über die Linie fahren müssen, dann hätten sie noch eine Runde gehabt. Jawohl. Da hinten sehe ich jemanden mit einer Flagge. Seht ihr den? Ich denke, das war's. Die Ampel zeigt nichts an. Aber ich sehe eine gelbe Fahne. Da wird sie geschwenkt. Da hinten steht einer. Vielleicht Akku leer. Steigt aus dem Auto aus. So, Rennen ist vorbei. War ganz unspektakulär. Keine spezielle Sirene oder sowas. Gelbe Flagge haben wir gesehen. Jawohl. Die Corsas haben sich extrem gut geschlagen. Yeah, die richtige Musik! Da laufen die Champions. So, was haben wir hier für eine Situation? Die Fahrzeuge werden in eine Halle gestellt und dann? Die Fahrzeuge werden jetzt im Parc Fermé abgestellt. Das heißt, Fahrer gehen raus, die Autos werden abgestellt. Wir werden dann nochmal eine Kontrolle machen, um zu prüfen, ob das alles ordentlich gelaufen ist. Ob die Autos auch ordentlich geladen sind, zum Beispiel Reifendruck, so kleine Details. Und dann werden die offizielle Wertung und ob es inoffizielle Veränderungen an den Fahrzeugen gab, und dann wahrscheinlich. Werden wir
dann werden wir festlegen, ob die Wertung so bleibt, offiziell wird oder dass es vielleicht noch Korrektur wird. Wunderbar, vielen Dank. Die heimlichen Helden dieser Veranstaltung. Bei heimlichen Helden sind. Ihr seid auch heimliche Helden, ne? Alle, die hier in der Weste rumlaufen. Einmal Applaus, bejubelt euch mal selbst. Geilen Job gemacht, Leute! Geht doch! Ja, das Team 25 hat noch eine Ehrenrunde gedreht, obwohl das Rennen vorbei ist. Aber alle kommen irgendwann mal an. Entweder so oder per Abschlepper. Wahrscheinlich steht er irgendwo und wird abgeschleppt. Damit hätte er den dritten Platz verloren. Der Poster hängt? Damit hätte er den dritten Platz vermissen. Ja. Wenn er hängen geblieben ist, hat er den dritten Platz. Die konnten nicht reagieren. Der Kona hat beschleunigt, schnelle Rundezeiten gefahren. Ich habe gesagt, wenn die nicht reagieren können, werden die geschnappt. Der Micha, der kennt das. Ich habe das mit Micha gemacht. Wie? Das ist eine Strategie, um zu gewinnen. Ja. Du darfst nur als verfolgtes Auto eben nicht drauf eingehen und holst da weiter. Das ist eine Sache, ist eine Nervensache. Ja. Das ist, ja, that's racing. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid angekommen. Sauber. Team Tesla Chaot, herzlichen Glückwunsch, ihr seid auch angekommen. Ja. Mit einem weinenden Auge. Minus 10 Kilometer. Ah, echt durchgezogen. Ja. Supercharger ist vor der Tür, ihr schafft das. Team 13, herzlichen Glückwunsch, ihr seid angekommen. Die Spaßmacher. Danke. So. Wohnfahrzeug? Ja. Okay. Die Jungs verbreiten gute Laune. Sauber. Oh, und einmal mit Ton. Okay, die Leute sind ganz unterschiedlich drauf. Die einen sind geknickt, die anderen sind drauf. Ich kenne allerdings jetzt noch nicht den Endstand, aber darum geht es ja nicht. Es geht um den Spaß, um Erfolg. Und den haben wir hier auf jeden Fall. So, hier passiert technische Abnahme der drei erstplatzierten Fahrzeuge. Das heißt, es wird einmal geguckt, ob irgendwelche unzulässigen Veränderungen an den Fahrzeugen stattgefunden haben. Das Display wurde einmal abfotografiert und dann werden auch einmal die Ladevorgänge gestartet mit den entsprechenden Geräten, die die Teams benutzt haben, um zu schauen, mit welcher Leistung die laden, ob die schneller laden als erlaubt. 0%. Dieses Fahrzeug ist mit 0% ins Ziel eingefahren und hat noch geschafft, eine Runde zu fahren. Hervorragend, so muss das sein. Sehr gut getimt. Team 10. Reifen sehen original aus. Fahrwerk sieht original aus. Display wird einmal gecheckt. Frank wird einmal gecheckt. Tracker sind dran. Das ist der Kia e-Niro. Fahrwerkfelgen original. Und wenn nicht? Aber warum mehr? Dann macht ihr deine drei Fotos von denen, wie die laden. 1:56 auf dem Parcours. Es geht um die Siegerehrung von der Rallye. Slalom-Rallye von gestern. Herzlichen Glückwunsch! Der Herr, die Kollege der Hennig, herzlichen Glückwunsch! Und Sieger des Slaloms?
von Team Nummer 10, Paul Englert. Herzlichen Glückwunsch! Hey! Jawohl, Stimmung! Und dann noch mit der Deppmütze, ne? Come on, man, dance! Woo. Hey, seh doch mal, so funktioniert Technik! Welche Stativ, also bitte! Ja, wir warten auf die Siegerehrung des 24-Stunden-Rennens und das zieht sich ein bisschen, weil die tschechischen Kollegen nicht so richtig am Start waren. Aber jetzt läuft wenigstens Musik und die Stimmung. Ansonsten zieht es hier gerade wieder ein bisschen zu. Hallo! Ist schon wieder sehr neblig. Atmosphäre, super Location und ich will diese Erfahrung nicht missen. Also wenn ihr Bock habt, bei einem dieser ganzen Veranstaltungen mitzumachen, dann checkt mal hier diesen Link aus. Ich habe euch auch in die Videobeschreibung nochmal diverse Links reingepackt, wo ihr euch informieren könnt. Da könnt ihr euch dann anmelden, entweder mit einem Firmenteam, Privatteam oder aber auch einfach als Zuschauer vorbeikommen, informiert euch und wenn ihr die Informationen nicht findet, einfach eine E-Mail schreiben, dann kriegt ihr die Infos. Dieses Jahr hat der Tesla Club Tschechien gewonnen mit einem Model 3 und das war sehr überraschend, weil es lange nicht danach aussah, aber sehr energieeffizientes Auto, sehr gute Ladetaktik, teilweise sind die Autos mit 0 oder weniger Prozent ins Ziel eingelaufen. Das Problem war, man musste einmal über die Linie drüber fahren und dann noch eine komplette Runde fahren, bis man quasi den Parcours wieder verlassen konnte und da hat es dann auch nochmal zwei Autos verlassen. Wie bereits beim originalen 24-Stunden-Rennen, was im Sommer auch am Nürburgring stattgefunden hat, musste auch dieses Rennen immer wieder unterbrochen werden wegen Wetterkapriolen. Und deshalb ist das originale 24-Stunden-Rennen, ich meine, die hatten glaube ich 9,5 Stunden Fahrzeit effektiv und wir hatten beim Eco Grand Prix tatsächlich dann immerhin 14 Stunden effektive Fahrzeit. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, wie im Video gesehen, der Mitsubishi iMiV, der verunfallt ist, alles cool gelaufen. Die Pilotin hat sich nur leicht verletzt und das tatsächlich nicht beim Unfall, sondern beim Verlassen des Fahrzeuges. Gut versorgt worden, alles super und deshalb keine schweren Blessuren. Die sind mit dem Fahrzeug tatsächlich wieder nach Hause gefahren. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann verlinke ich euch hier einmal das Video für die Siegerehrung auf dem Treppchen. Beziehungsweise gab es dann auch noch eine Siegerehrung für diverse Extrapreise. Die hänge ich euch auch nochmal hinten dran. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt, seht ihr das hier. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch demnächst im Elektroauto zu begegnen oder hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und gegebenenfalls ein Abo. Ich wünsche euch was. Stay charged.